Vorlesungsaufzeichnungen bieten dir einen doppelten Nutzen. Du kannst Vorlesungen nachholen, die du nicht besuchen konntest, oder besuchte Vorlesungen repetieren. Idealerweise besuchst du Vorlesungen, wenn immer möglich. Das lohnt sich. Studien zeigen nämlich, dass Studierende, die zu mehr Vorlesungen gehen, bessere Noten erzielen. Außerdem triffst du in der Vorlesung nette Leute und erweiterst dein Netzwerk. Nutze die Vorlesung, um Notizen zu machen. So lernst und verarbeitest du den Stoff direkt vor Ort. Später helfen dir die Notizen beim Repetieren. Es gibt verschiedene Methoden, um Notizen zu machen. Der beste Weg ist, das Gesagte in deinen eigenen Worten zusammenzufassen. Versuche nicht, jedes Wort mitzuschreiben. Solltest du etwas verpassen, kannst du es in der Aufzeichnung nachschauen. Gehen wir davon aus, dass du die Vorlesung besucht hast und den Inhalt repetieren willst. Warte nicht zu lange und schau dir die Aufzeichnung innerhalb von 2 bis 3 Tagen an. Gehe dabei gezielt vor. Halte kurz inne, bevor du die Aufzeichnung anschaust, und versuche, dich an so viel wie möglich zu erinnern. Indem du darüber nachdenkst, was du schon weißt und was noch fehlt, lernst du bereits den Inhalt. Du musst nicht die ganze Vorlesung anschauen. Geh gezielt vor und schau dir nur die Abschnitte an, bei denen du Schwierigkeiten hattest. Jetzt kannst du deine Notizen ergänzen. Und denk dran, den Inhalt in deinen eigenen Worten zusammenzufassen. Falls du die Vorlesung nicht besuchen konntest, bleib dran und schau dir die komplette Aufzeichnung innerhalb einer Woche an. Lerne nicht erst kurz vor der Prüfung. Du lernst viel effektiver, wenn du die Lernphasen gleichmäßig über das Semester aufteilst. Wende der Aufzeichnung deine volle Aufmerksamkeit zu und schau sie dir in normaler Geschwindigkeit an. Studien zeigen, dass man durch beschleunigte Abspielgeschwindigkeiten weniger gut lernt. Und seien wir ehrlich, Multitasking funktioniert nicht wirklich. Du kannst auch eine Lerngruppe bilden und die Aufzeichnungen gemeinsam mit anderen anschauen. Und merke dir, auch wenn eine Vorlesungsaufzeichnung vorhanden ist, wenn du etwas nicht verstehst, melde dich und frag nach. Viel Erfolg!